Tresoli rückt ein, beziehungsweise kommt erstmal heran, schaut sich das Ganze noch in Ruhe an. Die anderen Kandidaten müssten alle eingerückt sein, jawohl. Anatina mit ein paar Problemen in der Startbox. Tom Schurich ist mal kurz aus den Steigbügeln raus. Anatina hat sich beruhigt, Tom Schurich wieder im Sattel. Tresoli kommt ganz innen heran, damit das Feld unter Statters Order. Und Boxlauf zum Preis, das geschieht gerade jetzt in diesem Augenblick an der 1800 Meter Marke. Hinten raus in die Tropa, auch Anatina hinten raus. Wer will gehen, wer kann gehen? Philippa hat erstmal die Spitze gemeinsam mit Baltic Best. Philippa, Baltic Best, dann Tresoli auch gut mit dabei. Lady McBen, dahinter Night Music. Diese fünf sind vorn und dahinter dann Anatina und Nitropa. So sind die Pferde in der Gegenseite unterwegs, aber wie Sie sehen können, recht dicht beieinander, die sieben Kandidaten. Noch ca. 1400 Meter gleich bis zum Ziel und Lady McBen hat sich jetzt an die Spitze setzen können. Die 4 führt vor Baltic Best an zweiter Position. Dahinter dann Tresoli vor Night Music, vor Philippa, Nitropa und außen daneben in dritter Spur ist Anatina auszumachen. Dicht beieinander die sieben Ladies durch die Gegenseite in recht ruhiger Fahrt, vorgelegt von Lady McBen und Wladimir Panov. Lady McBen führt mit dem Vorteil von 1,5 Längen vor Baltic Best. Dahinter dann Tresoli an der Innenseite an dritter Position vor Night Music. Dahinter dann Philippa an der Innenseite, außen begleitet von Anatina. Und letztes Pferd ist Nitropa, aber unverändert sind die Stuten dicht beisammen. Die Gegenseite ist in diesem Augenblick verlassen worden und der Dahlwitzer Bogen steht an. Lady McBen mit dem Kommando vor Baltic West, dahinter Tresoli, dicht auf ist auch Night Music, dann Philippa an der Innenseite vor Anatina und Nitropa. Vorne Lady McBen, alles unverändert, vor Baltic West, dahinter Tresoli. Eddie Pedrosa macht sich auf den Weg nach vorne auf Night Music. Eine Lücke zu sehen bis zu Philippa vor Nitropa und Anatina. So kommen die Stuten jetzt in die Zielgerade hinein. Lady McBen abgelöst jetzt von Tresoli an der Innenseite und Baltic Best außen daneben. Night Music auf dem Weg nach vorne. Tresoli ganz innen. Tresoli, Baltic Best und Night Music. Diese drei haben sich etwas lösen können von Lady McBen. Und die drei ziehen auch alle noch ganz gut hier. Die 300 Meter Marke ist längst passiert. Night Music vorne vor Baltic Best. Tresoli dicht auf. Ein Dreier-Endkampf, aber jetzt löst sich doch die Favoritin noch stärker. Eddie Pedrosa sitzt auf der Nummer 5 hier. Immer bequemer. Night Music vor Baltic Best und Tresoli. Diese drei können durchaus überzeugen im Preis des Gestützrades. Die Favoritin kommt nach Hause. Die 5 gewinnt. Night Music. Vor Baltic Best, Tresoli dritte, dann eine Lücke bis zu Lady McBen, Philippa ist im Ziel vor Nitropa und letzte ist Anatina. Da gehen sie auch in der Slow Motion nochmal über die Ziellinie. Die vorläufige Dreierwette zum dritten Rennen. Der Sieg geht an die Programmnummer 5, Night Music, geritten von Eduardo Pedrosa. Auf dem zweiten Platz die Programmnummer 2, Baltic Best unter Daniele Porcu. Und auf dem dritten Rang die Programmnummer 8, Tresoli unter Alexander Peach. 5, 2, 8, die vorläufige Dreierwette zum Preis des Gestütgrades. Letztlich konnten sich die drei Favoritinnen des Rennens deutlich von den anderen absetzen und die heiße Favoritin wiederum hat sich vor allen durchsetzen können. Night Music heißt sie, die Programmnummer 5.